Ich fange schon mal an, zu tun. Yeah, Leute, wir sind wieder auf Sendung. Ja. Egal, was du nimmst, nimm weniger davon, Junge. Hallo Bockheide, hallo Welt, da sind wir wieder, der Matze und der Lutze. Ja, wir waren letzte Woche schon mal hier, jetzt sind wir schon wieder hier. Wir wollen uns nicht bessern, oder? Wir wollen uns nicht bessern. Gewöhnt euch mal nicht dran. Nein, gewöhnt euch nicht dran. Wir haben erstmal den Gruß der Woche loszulassen. Wir grüßen alle Erkältungsviren, die sich krampfhaft irgendwo an mir festhalten. Festgesetzt an ihm. Solchen Kalle ist das hier. Ach nee, das darf man ja nicht sagen. Den suchen die ja. So. Ja, aber es wird zwar da hinten dunkel, gerade guckt ihr mal die Wolken an. Das ist ja nicht normal. Was kommt denn da an die Flogen? Kann man nichts. Ach, wir gucken nachher nochmal das Wetter. Sieht ganz so, ich würde euch das ja zeigen, aber da müsste ich jetzt die wegdrehen hier. Oder? Da müsste ich ja, sieht man nicht. Sieht man das? Jetzt sieht man nicht, dass die Gegenlicht. Da kann man ja selber gucken. Du wirst ja gleich wieder krank. Guck doch mal aus dem Fenster, da wird es gerade dunkel. Nee, wenn wir fertig sind, ist es wieder weg mit dem Dunkel. So, Thema 1 ist Neujahrslauf, Matze. Ich habe das gesehen, du bist mitgelaufen. Gerade gestern. Gestern war das. Ja. Eine Rennerei im Wald los gewesen, aber das ist eine ganz schöne Stolperfalle. Meine Frau hat gesagt, da haben die überall Holz gemacht und das Geläuf ist unmöglich gewesen. Das passiert im Wald manchmal. Ja, aber da kannst du die Füße brechen. Ich laufe da momentan auch nicht mehr lang, weil mir das zu gefährlich ist. Da läufst du halt auf der Straße. Geh auf die Autobahn, nimm Kreide mit. Mal, ja, aber wenn man mal läufig ist und laufen will im Wald. Mal schöne Bilder auf die Autobahn, kein Problem. Ja, der findet das auch noch toll, ja, diese Zergurkte da im Wald. Ja, jedenfalls waren eine Menge Läufer da. Der Kopf dicker als der Hals. Weißt du, wie viele Läufer da waren? Ja, es waren, ich habe nochmal im Video gezählt, langsam laufen lassen, meines Wissens nach 39. 39 sind gerannt. Und wir beide auch. Wir waren an vielen Standpunkten gleichzeitig. Wir sind überall hinterher. Ja. Man sieht ja, dem Video, was jetzt gleich kommt, sieht man, dass Matze mitgelaufen ist. Vielleicht würdest du es mal bitte starten. Soll ich anmachen? Kannst du noch einen Kuchen packen vorher? Poveron off. Ab. Laufen heute? Machst du mit? Ich stehe hier. Du stehst hier? Ja, aber ich mache ein paar Bilder, bewegte. Du auch, wie ich sehe hier. Warum läufst du nicht? Was? Wo hörst du dich denn an? Ja, ist immer noch komisch. Moin Basti, es geht los. Moin, geht los, jawohl. Heute haben wir ein Neujahrslauf. Neujahrslauf hier in Borgheide am BSV 90 in Kooperation mit der DLRG. Korrekt. Hochgerechnet ungefähr der 18. Lauf. Das ist der 18. Lauf, richtig. Haben wir gesagt, und eben sah es noch ganz leer aus hier auf dem Platz. Und wie wir jetzt hier sehen? So langsam füllt sich's. Es füllt sich. Ja. So, ja, dann würde ich sagen, machst du jetzt mal die große Ansprache. Ich mache die große Ansprache. Und dann machen wir noch 2, 3, 4 Schnittchen über die Strecke und dann haben wir es geschafft. Und nachher gibt es hier am Ende noch eine Bratwurst. Die gibt's, genau. Heute und ich glaube, Hartmut hat auch trotz des Wetters Glühwein gemacht. Hat er auch gemacht, genau. Getränke sind da, Essen und ist da. Und alkoholfreie Getränke jetzt natürlich auch. Auf die Plätze, fertig, los! Norm, warum läufst du am Ende? Na, damit ich weiß, wenn ich noch einholen kann. Okay, viel Spaß. Danke. Sag mal, hast du abgekürzt? Es fühlt sich so an, ja. Aber es ist echt ein Kinderspiel, also ist ein gutes Ding. Guck mal, da hinten laufen die Ersten, übrigens, die hast du bald. Die haben wir schon überrundet. Wir machen noch 12 Kilometer. Na, stoppt er dich einfach. Mensch, wir wollten doch gerade den Sieg an uns reißen. Wieder nicht geklappt. Sag mal, irgendwie, wo ist denn deine Frau hin? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, wirklich. Muss ich hin lang? Hier lang. Ist dir etwa im neuen Jahr die Frau weggelaufen gleich? Ja, tatsächlich. Oder ich hier, ich bin mir nicht sicher, als ich kurz auf Lichtgeschwindigkeit geschalten habe. Ja, ich lauf doch mal vor, was? Warst du weg?
eigentlich so geplant, dass du jetzt ohne Frau weiterlebst? Ja, nee, läufst. Läufst? Läufst. Nur weiterläufst. Ach so. Ja, war geplant. Okay. Von langer Hand, ja. War cool, oder? Tja. Und? Ich habe nicht einen Tropfen Alkohol getrunken. Ich habe mich verweigert. Und ich auch. Kommt noch, steht da unten noch. Und ja, Norman, tut mir leid, du warst diesmal fällig. War eindeutig zu sehen, dass ihm seine Frau weggelaufen ist. Ja, war? Im Januar. Die erste Januarwoche rennt ihm seine Frau weg. Ob sie jemals wiederkommt? Norman, das tut mir ja auch leid für dich. Muss ja irgendwie richtig Scheiße gebaut haben. Ich weiß auch nicht. Gut, so, dann wurden wir gebeten, nochmal den Kunst- und Kulturpreis 2023 zu bewerben. Das ist das Ziel. So sah er aus und so sieht er auch über Jahre hinweg weiterhin wahrscheinlich aus. Ja, genau, aber der bleibt übrigens bei uns, das ist unser. Ja, da steht auch 2019 dran. Also ja. Ich stelle auch mal wieder brav dahin, wo er kommt. So. So, und Marsch, Marsch. Und verbunden mit dem Preis, wir fangen unten an. Um den Preis zu bekommen, werden die Bürger von Borkheide gebeten, Vorschläge zu machen, wer denn für den Kunst- und Kulturpreis 2023 vorgeschlagen wird. Genau. Mit einer kurzen Begründung, warum und wieso. Man kann auch Hör- und Leseproben einreichen. Man kann der Jury ganz klar und deutlich auch auf einem formlosen Blatt mitteilen, warum der oder diejenige den Kunst- und Kulturpreis oder die Gruppe, je nachdem, Kunst- und Kulturpreis erhalten soll. Genau, und bewerben bzw. nominieren kann man alle Kunst- und Kulturschaffenden, egal ob Einzelpersonen, Vereine oder Gruppen, mit Wohnsitz in oder mit Bezug zur Gemeinde Borkheide. Also damit ist jetzt nicht der Bundestag gedacht, ihr meint, unabhängig vom Bekanntheitsgrad und von der Sparte. Genau. Also es dürfen auch einzelne Personen sein. Also los, Bewerbung schreiben. Eigene Bewerbung oder Nominierung durch begeisterte Anhänger. Also Eigenbewerbung finde ich ja immer ein bisschen anrüchig, aber ja, ist halt so. Ja. Ja. Fällt mir jetzt keiner ein, wen ich bewerben würde. Mich nicht. und natürlich ganz einfach den Zettel dann im Briefkasten am Gemeindehaus einwerfen. Oder beim Amtsdirektor im Ambrück. Beim Amtsdirektor persönlich abgeben? Nein. Steht hier, beim Amtsdirektor am Ambrück, da steht's. Oder beim Amtsdirektor am Ambrück. Oh. Ja, lesen bildet. Da freut sich der Amtsdirektor, wenn ganz viele Briefe zu ihm getragen werden. Ja. Ja. So, haben wir alles? Nee. Wir haben noch was. Der Preis? Der Preis. Kohle, der hat sich erhöht. Nein. Doch. Nein, es war immer schon 350 Euro. Nee, wir hatten es weniger. Nein, hatten wir nicht. Doch. Das war was anderes. Bist du sicher? Ganz sicher. Ja, dann nehmen wir die 350 Euro. Ohne Mehrwertsteuer, nee, mit Mehrwertsteuer inklusive. Nein, Mehrwertsteuer spielt ja keine Rolle. Nein. Es ist so, ein die Bewerbungsfrist Preis. Endet am 31. März und die Preisverleihung findet voraussichtlich im Rahmen der Maibaumaufstellung statt. Genau. So, damit haben wir wieder unsere Pflicht getan. Also, auf. Und alle, die wo ihr meint, die den Preis mal gewinnen müssten, gleich melden. So geht das. Hilft aber in dem Fall nicht, sondern Brief schreiben. Mhm. So, hier kommen wir nochmal zum Waldbad. Eisbahn ist ja vorbei. Jetzt geht es langsam in die Saison, nur noch 3, 4, 5 Monate. Nach der Saison ist vor der Saison, ganz einfach. Das Thema Wir suchen Rettungsschwimmer hat sich im letzten Jahr ein bisschen entspannt. Deswegen konnte man auch in Mitte der Saison plötzlich von einer Schicht auf 2 Schichten wieder umsteigen. Im Moment sind wir an der Anfrage der bisherigen Rettungsschwimmer, inwieweit die uns wieder zur Verfügung stehen. Da gab es auch schon einige Rückmeldungen. Trotzdem der Aufruf nach der Saison ist vor der Saison und wir brauchen noch Rettungsschwimmer. Und das ist auch eine Situation, die sich über die nächsten Jahre halten wird, diese Suche, dieser Suchaufruf. Und dort, wie immer, für das Waldbad ist Ansprechpartnerin die Heidi Goldmann unter der E-Mail-Adresse rs-planung@waldbad-borkheide.de. Das soll ich mir wieder merken. Ich habe es doch einmal gesagt, das muss doch reichen. Steht doch auf der Webseite www.waldbad-borkheide.de unter Vorstand und Regeln. Da findet ihr auch die Mailadresse von der Heidi. Wenn ihr Rettungsschwimmer seid, werden wollt etc., könnt ihr euch an die Heidi wenden. Am besten schon, wenn ihr Rettungsschwimmer seid. Punkt 2, ich wechsle mal gerade den Verein. Ich rutsche zur DLRG rüber. Die DLRG Ortsgruppe Borkheide hat unter der Webseite borkheide.dlrg.de auch die Ausbildung und das Training zum Rettungsschwimmer im Angebot.
Das könnt ihr im Waldrat könnt ihr den Dienst machen und bei der DLRG könnt ihr euch ausbilden lassen. Aber auch, ich muss mal gucken, wie das mit dem Waldbad ist. Vielleicht haben wir auch noch eine zweite Ausbildungsschiene. Das werden wir aber noch kundtun. Auf jeden Fall unter borgheide.dlrg.de und dort auch unter der E-Mail-Adresse info@borgheide.dlrg.de könnt ihr euch hinwenden, wenn ihr Rettungsschwimmer werden wollt. Das kann schon in der frühen Jugend beginnen und ihr könnt auch als Jugendrettungsschwimmer mit Rettungsschwimmer Bronze im Waldbad tätig sein ab 14 Jahren und könnt dort schon, euer Feriengeld verdienen, ohne dass ihr weit wegfahren müsst. Und wie letztens schon erwähnt, es haben auch Leute mit 45, 46 schon den Rettungsschwimmer geschafft. Da werdet ihr das als Jugendliche ja wohl auch noch schaffen. Ich bin über 46, ich bin raus. Wollte ich nicht, dass jetzt Fragen kommen? Nein? Genau, wie gesagt, es geht wieder vorwärts und Rettungsschwimmer sind gesucht und Rettungsschwimmer werden auch wieder ausgebildet. Es geht also vorwärts. Rettungsschwimmer-Training ist übrigens immer Dienstagabend in der Schwimmhalle in Werder. Wer da mal gucken will, wie das abgeht. Und die Jugendschwimmausbildung ist immer Donnerstag, 18 Uhr in der Schwimmhalle Beelitz. Wo ist denn in Werder eine Schwimmhalle? In der Havel-Therme. In der Havel-Therme? Ja, die haben Schwimmbahnen. Also in der Havel-Therme in Werder. Und dort hat sich die DLRG eingemietet, Dienstag von 19 bis 21 Uhr. Oder so. Ja, oder so. Hm. Ich glaube, ja, 18:45 Ankunft bis 21 Uhr. Ja, 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 so 19 bis 21 Uhr. Ansonsten steht auch das auf der Webseite der DLRG Borgheide, die ich selber bearbeite. Wir können ja nachher mal gucken und dann schreibst einfach mal die Zeit unten rein. Du hast ja Langeweile nachher, wenn ich weg bin, da kannst du ein bisschen an dem Film rumarbeiten und ein bisschen viel Text unten reinschreiben. Der läuft dann so durch, weißt du, wie sonst immer. Machst du ganz fein. Brav. So. Ja, dann kommen wir jetzt zu Ines Renner. Ja. Und zwar hat die wieder mal Herzen genäht und auch abgegeben in Potsdam. Ich muss mal gucken, ob ich noch ein paar Bilder komme. Aber es geht weiter. Und zwar wird wieder genäht am 5. und 6. Mai am 5. von 17 bis 21 und am 6. von 10 bis 16 Uhr. Und soweit ich das weiß, auch wieder in der Grundschule in Borgheide. Ja, liebe Ines, guck's ja zu. Wir haben das hier nur in deinem Status gefunden und haben das jetzt hier schon mal verbreitet. Die genauen Infos oder vielleicht hast du ja auch noch so ein... Kriegen wir noch. Ist ja noch ein bisschen bis Mai. Aber wir haben es jetzt schon mal angesagt. Genau. Und alle fleißigen Näherinnen können sich schon mal darauf vorbereiten. Genau, können schon mal die Nadeln schärfen und anspitzen neu. Und ich meine, bis zum 5. und 6. Mai davor haben wir ja noch mal erst die Maibaumaufstellung und gemeinschaftliches Betrinken auf dem Marktplatz. Ja, so ungefähr sieht es aus. Na? Gut. Ansonsten haben wir nicht viel zu sagen, außer dass es ganz schön trocken draußen ist. Naja, auch wenn es sich so zuzieht. Aber deine Frau kommt gerade nach Hause. Hallo Ines! Hallo! Trockenen Januar. Das ist übrigens Ines? Das ist Ines, das andere Ines. Ja, noch eine Ines. Hm? Ja. Ah. Die Wetterkugel. Das ist kein Winter. Gar nicht. Und zumindest nicht im Januar. Nicht im Januar. Und die nächste Woche sieht auch nicht so aus, als wenn das überhaupt nachts mal kalt werden würde. Wie schreibt man so ringsrum, alle Tiere spielen schon verrückt, alles geht drunter und drüber. Die Vögel kommt zurück. Ja, massiv und ja, so viel dazu. Wir hatten ja einen schönen Winteranfang, es war ja schon mal schön kalt, ja. Zweimal minus 13, 14 Grad. Aber da hat der Wind auch nur kurz gezeigt, was er kann und hat es dann... Ich habe wieder Klamotten gepackt und ist gegangen. So. Ja. Das war's. Und schon sind wir durch. Ja, reicht doch für heute. Ja, mal gucken, was uns jetzt noch so einfällt. Und da jetzt gerade nichts los ist, denke ich mal, müssen wir mal gucken, dass wir wieder Themen sammeln, bis wir uns hier an dieser Stelle. Ach, da fällt uns schon wieder was ein. Wir dürfen ja doch uns ab und zu mal bewegen draußen, dann geht schon mehr. Uns fällt schon was ein. Wenn wir mal auf Knien durch den Wald rocken. Vielleicht fällt dir irgendwo ein Rack Seis und Sack Reis um. Ein Sack bei uns, ja. Gut, also, das war's für heute. Wieder viel Blödsinn erzählt und viel, was man wissen sollte. Wir verabschieden uns hier bis zum nächsten Mal. Der Matze und Lutze. Und tschüss.